So, und damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, wir brauchen Eisen, hatte ich ja gesagt. Ups, was habe ich da gemacht? Das habe ich zu sehen. Ja, machen wir es einfach da. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich etwas zu hören kriege. Aktuell habe ich keinen Sound. Ah, jetzt kriege ich auch Sound, okay. Ja, manchmal, wie gesagt, das ist bei den Kopfhörern dauert das manchmal, wenn die dann auf Standby sind oder im Standby-Modus. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber gut. Gibt Schlimmeres. Ja. Auf jeden Fall. So, da hinten war ja Silberfische, also nicht hier, sondern unter uns. An einer Stelle, weshalb ich jetzt erstmal hier weiter buddel. Aber es waren schon ein bisschen viele, ne? Genau, also da möchte ich jetzt eigentlich ungern mit in Berührung kommen. Aber ich möchte auch gerne mehr Lebensenergie haben. Das wäre eine schöne Sache. Ups, ein bisschen vorankommen, ne? Ja, gerade wenn halt sowas ist wie mit den Kolben und so, das frisst halt unheimlich viel Zeit. Ach, guck mal, da haben wir doch schon was. Wasser links von uns rauschen. Ja, genauso da in diese Richtung. Ja, ein bisschen was weg, mal gucken. Vielleicht finden wir es ja. Ich glaube zwar eher nicht, aber man kann immer hoffen. Ja, irgendwie hier so, ne? Könnte unter oder über uns sein. Jetzt ist es direkt links von uns. Es muss unter uns sein. Ich buddel mal hier so rein. Schräg. Vielleicht finden wir noch was. Ein bisschen Eisen haben wir gefunden. Also nicht wirklich viel. Also ich sag mal, das ist noch nicht mehr erwähnenswert, das bisschen, was hier gefunden wurde gerade. Aber vielleicht haben wir noch Glück. Es muss. Ich würde spontan auf unter uns tippen. Oder? Oder vielleicht doch über uns? Ha. Schwierig. Ist echt schwierig rauszuhören gerade. Wo ist das Wasser? Ach, da ist das Wasser. Okay. Nicht gut. Ja, also. Ich habe da einen Creepy McCreep gesehen und eine Spinne. Die Spinne wäre jetzt nicht so das Thema, aber Creepy McCreep ist das Thema. Ja. Auf den habe ich nun mal so gar keinen Bock. Richtig. Aber das heißt, wir sind ganz nah unter der Oberfläche. Weil direkt hier ist schon das Wasser. Wir müssen echt aufpassen, ey. Ansonsten kommt er uns hier noch besuchen. Haben wir schon gehört, ne? Da war er schon. Oh-oh. Also, beziehungsweise die Spinne haben wir gehört. Reicht auch schon, finde ich. Okay, anscheinend ist das mit dem Kies jetzt vorbei. Ja, bin ich jetzt auch nicht schade drum, muss ich sagen. Okay, aber ich glaube, hier werden wir jetzt so direkt nichts finden. Es sei denn, wir finden da hinten so eine Möglichkeit, uns hochzubuddeln. Das wäre natürlich. Oder wir finden hier die Höhle. Allerdings sind die wohl Skelette.
Das ist eher weniger cool. Wir müssen hier so wegbuddeln, dass ich mich zurückziehen kann, falls hier vorne auf einmal ein Skelett auftaucht. Eieiei, nicht gut. Okay. Ja, machen wir lieber so. Gut, da waren wir aber schon wohl irgendwie mal. Also zumindest... Ach ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Hm. Wir bewegen uns so ein bisschen im Kreis. Aber es ist nicht dramatisch. Gut, spontan würde ich jetzt sagen, wir gehen wieder nach unten und schauen, dass wir dort dann entsprechend was finden. Genau, damit wir die Wahrscheinlichkeit auf Eisenheit einfach maximieren. Ja, das wäre uns zu wünschen. Ich buddel gleich mal hier rein, die Spitzhacke ist eh gleich kaputt. Ja, das ist das, sag ich doch. Müssen wir jetzt wohl oder übel die nehmen. Also gut, wir könnten, ich glaube, wir haben noch genügend für eine Spitzhacke, aber ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, Diamanten haben wir auch, glaube ich, sogar noch ein bisschen was. Sicher bin ich mir da jetzt allerdings nicht, um ganz ehrlich zu sein. So. Wunderbärchenhaft. Schön fleißig weiter, Bruder. Ja, mal schauen. Das ist wichtig. Also ich muss sagen, ich hätte echt gerne Slimes jetzt mal so langsam, ne? Oh, Redstone. Redstone ist auch immer gut, aber was nützt mir Redstone ohne Slimes? Ja, das ist halt echt das Problem, ne? Wenn du keine Slimes hast, kannst du halt manche Sachen echt nicht machen. Gut, wir könnten gucken, dass wir in den Nether kommen. Ich weiß gar nicht, gab's die nicht auch im Nether? Ich bin der Meinung, die Magma-Slimes gab's da. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die normalen... Es ist schon so lange her, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob es die normalen im Nether gab. Hm. Ja, schlecht. Oh, da ist Diamant. Sehr schön. Das ist gut. So, ein bisschen freibuddeln, genau. Sehr schön. Guck dir das an, sogar richtig viel. Sauber. Wie viel haben wir jetzt? 4 Stück. Okay. Das ist wieder die nächste Diamantspitzhacke. Genau. Plus eine kleine Reserve. Ich mag das. Ja, also wir haben, was das angeht, echt Glück bisher. Bloß Eisen halt nicht so viel, ne? Was ich ja mal meinte, wir müssten rein theoretisch wirklich so eine exzessive Buddel-Action machen, wo wir uns dann halt mal drum kümmern und gucken, dass wir den musste ich ganz schnell abbauen. War das nicht so? Oder sind die nur eingeschlossen gewesen? Anscheinend waren die nur eingeschlossen. Gab es nicht früher mal so einen Block? War es nicht früher so ein Block gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Also zumindest bin ich der Meinung, dass es so war. Aber wie gesagt, das ist alles so lange her. Da bin ich mir echt nicht mehr sicher. Ich höre schon wieder Wasser. Egal, ignorieren wir das einfach. Ignorieren wir das einfach. Aber ich höre Lava. Lava ist gut, weil wir brauchen nämlich entsprechend Obsidian wegen Netherportal. Genau. Ich höre Fledermäuse. Das heißt, hier ist eine Höhle irgendwo. Höhle ist gut. Das heißt, hier machen wir hier so einen kleinen Graben, vorsichtshalber, falls hier dahinter Lava sein sollte. Und dann gucken wir morgen, was dann da so drin ist. Also, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.